Mein Name ist Claudio Ettel. Ich bin seit 2012 hier an der Akademie CPH beschäftigt. Ich bin von meiner Ausbildung her Theologe mit dem Schwerpunkt Bibel und Exegese. Ich bin verantwortlich für das Ressort Theologie, Spiritualität, Philosophie, sozusagen das Kernressort der Akademie. Und im Rahmen dieses dreigeteilten Ressorts ist auch ein Projekt angesiedelt, das Projekt Evangelium in leichter Sprache. Dazu gehört auch meine Kollegin Barbara Reiser, die Mitarbeiterin ist unter anderem in diesem Projekt, aber auch in anderen Inklusionsprojekten bei uns im Haus. Die Schwerpunkte meines Ressorts werden im Grunde bestimmt durch die Fragen der Zeit oder theologisch gesprochen die Zeichen der Zeit. Es geht darum, diese Fragen der Zeit, das, was die Menschen von heute beschäftigt, im Lichte des Evangeliums zu analysieren. Karl Barth, ein reformierter Theologe, hat einmal gesagt, wir Christen, wir brauchen die Bibel genauso wichtig wie die Zeitung. Damit ist gemeint, es geht nicht nur um rein religiöse, theologische Fragen. Diese Fragen sind immer auch gesellschaftliche Fragen, politische Fragen. Sie haben immer etwas zu tun mit der Welt, in der wir leben. Und das ist die Schwerpunktsetzung, die ich in meinem Ressort immer wieder versuche. In der ganzen Bandbreite von kirchlich-religiösen, spirituellen Themen, über Inklusion, über gesellschaftspolitische, natürlich auch sozialethische Fragen, bis hin zum Bereich ökosoziale Transformation. Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, die Größe einer Aufgabe besteht vielleicht vor allem darin, dass sie Menschen zusammenführt. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, nicht nur von Theologie, Kirche, sondern überhaupt von Bildungsarbeit allgemein, Menschen zusammenzubringen. Das heißt, Räume und Orte zu schaffen, in denen das passieren kann, in denen Menschen sich austauschen können, auch in der Diskussion und in der Auseinandersetzung, um gemeinsam die Fragen, die sie beschäftigen, zu behandeln. Und von daher ist es ganz wichtig, als Herausforderung auch zu sehen, dass das Ganze aber im Kontext des Evangeliums passiert. Das heißt, die spirituelle Seite auch des Menschen ernst genommen wird und dass immer wieder klar wird, und das sehe ich als die größte Herausforderung, klar zu machen, das Evangelium ist im Grunde nichts anderes als die Botschaft, es geht auch anders. Diesen Kontrast immer wieder sichtbar zu machen, das ist die größte Herausforderung, die ich sehe im Augenblick. Ja, zu den Highlights in meinem Bereich zählen unter anderem einmal das Projekt Evangelium in leichter Sprache und hier vor allem die bundesweiten Werkstatttagungen, die wir schon zweimal hier im Haus abhalten konnten. Die nächste ist für 2022 geplant. Die Menschen aus allen deutschsprachigen Ländern zusammengeführt haben, um über die Frage der Bibel und leichten Sprache sich miteinander auszutauschen. Zu den Highlights gehören interreligiöse Angebote, die hier im Haus auch sehr wichtig sind in der ganzen Stadt, in der Region. Dazu gehört das Forum Christen und Muslime, dazu gehört aber auch der jüdisch-christliche Dialog, die Reihe Tacheles, die wir gestartet haben in Kooperation auch mit der Evangelischen Stadtakademie. Zu den Highlights gehören auch Studientage und feste Reihen, unter anderem der Ökumenische Seelsorgetag, der sich auch sehr gut etabliert hat, oder auch der Fachtag Religion und Ethik. So gibt es eine ganze Bandbreite an Themen, die dieses Ressort ausmachen und die auch die große Freude ausmachen, hier arbeiten zu können, weil es einfach diese große Bandbreite auch sich in der Arbeit widerspiegeln kann.